Herzlich willkommen zurück in Wiedenbrück beim Gerry. Guten Morgen, es geht wieder rund. Und zwar auswärts in Chemnitz. Ja, die stehen am letzten Tabellenplatz. Trotzdem kommen da 8000 Zuschauer hingepilgert. Also Gratulation dazu. Und nichtsdestotrotz wollen wir vor den 8000 Zuschauern einfach hier 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Das muss einfach sein gegen den letzten, wenn man da oben mitspielen will. Wir haben die Topspiele Münster gegen Sandhausen, Kiel gegen Frankfurt und Duisburg gegen Saarbrücken. Ja, bevor wir irgendwie weiter hier was angehen, würde ich einfach erstmal sagen, Bayer Leverkusen, du hast einen Stürmer weniger. Und zwar ne, hier durch unseren Chicharito, der einfach mal irgendwo anders hingewechselt ist, nämlich nach West Ham. Einfach mal gegangen nach einem Jahr Bundesliga, hat mich jetzt auch ziemlich überrascht, muss ich sagen. Ja. Auf jeden Fall harter Tobak für die Leverkusener. Ich bin gespannt, wo sie jetzt dann nachlegen. Weil, ja, das. Normal. Können wir mal, wo weniger Zuschauer erwartet sind, unter 4000 können wir eigentlich mal. Oder unter 3000 können wir eigentlich mal hier ermäßigt machen. Hätten wir gegen die zweiten Ligen Dinger machen müssen hier mal. Ist mir aufgefallen. Ist ja. Ups, ist ja auch wurscht. Ja, also da gibt es jetzt auf jeden Fall einen Spieler weniger in der Bundesliga, der eigentlich auch einen gewissen Namen hatte, ne? Also ich bin gespannt, wer noch da so kommt. Weil ich habe jetzt noch gestern dann auch noch mitbekommen. VfL Wolfsburg, die wollten ja jetzt ihre Transferpolitik mal ein bisschen ändern und mal ein bisschen nicht so Millionentransfers tätigen, ne? Und ja, dann sind sie da auch das angegangen und haben gesagt, so, wir machen jetzt mal kleinere Fische und wollen den Martial. Also irgendwie passt es da nicht zusammen, wenn die vorher so ein Zeug reden und dann auf einmal sagen sie, ja, wir planen eigentlich mal den Martial zu holen. Das ist doch total verrückt. Naja, ich bin gespannt. Wäre für die Bundesliga natürlich super geil. Aber ob das so hinhaut, weiß ich nicht. So, dann hatten wir gestern noch in der Euroleague eine Überraschung. Und zwar Östersund hat Galatasaray rausgeworfen. Der sechste oder siebte aus Schweden oder Norwegen haut Galatasaray raus aus der Euroleague. Jetzt sind die Türken, wo letztes Jahr noch der Podolski gespielt hat, halt einfach komplett nicht mehr in Europa unterwegs. Das ist auf jeden Fall auch echt ein Knaller gewesen. Hat mich total auch überrascht, als ich das las. Falls es einer mitbekommen hat, kann er ja mal posten, wie er das so findet. Und dann haben wir noch gehabt den Gary und den Sega-Manager. Ich habe gestern mit einem Kumpel das mal online gespielt. Also für Online-Spielen ist es echt ganz geil, muss ich sagen. Hab dann auch noch alleine weitergespielt. Es ist auf jeden Fall total was anderes und man kann so Millionen Sachen machen. Für den Anfang auf jeden Fall viel zu overloaded für mich, muss ich sagen. Aber ich arbeite mich mal langsam rein und gucke, ob das was für mich ist. So, das Schöne ist, da kann man relativ easy alles Mögliche installieren und modden. Das hat man hier beim Fußballmanager immer mal, dass das dann abschmiert und so. Das läuft da ganz gut. Und die Community ist da auch ziemlich groß, international und so. Das hast du beim Fußballmanager leider nicht mehr, aber wir haben ja fmzocker.de, die machen eigentlich auch das Wichtigste. Aber manche Sachen fehlen da leider. Oh, ja, super. Und hier fehlt leider total das Wachsein. Chemnitz macht in der zweiten Minute nämlich das Tor, nachdem Manfred Glieder schießt und Anton Pink einfach den Ball aufnimmt und dann ins Tor hineinträgt quasi. So, da können wir direkt mal hier richtig, richtig sauer werden. Also der Fußballmanager da von Sega, es ist da ganz mit jedem Einzelnen sprechen und weiß der Geier was. Also richtig tausenden Millionen Sachen machen. Das ist krass. Das ist echt krass. So, und hier wie mit Ansage wird es echt ein schwieriges Spiel für uns beim Tabellenletzten, die jetzt nicht mehr Letzter wären, wenn es denn so bliebe. Aber ich hoffe, dass wir hier noch was dagegen haben. Aber guckt euch mal an, die 2 gelbe Karten in der ersten Viertelstunde, beide für Chemnitz. Und beide wegen harten Einsteigen, die laufen hier voll auf. Ne? Die geben sich hier keine Blöße.
Da Franco jetzt mal im 16er, setzt er sich durch gegen Bitt drauf, dann kommt Pintic heran, der ist aber zu spät. Schade. Also ganz interessantes Spiel auf jeden Fall, Sega Manager. Ich war ja da vorher nicht so der Typ, der sich darauf einlassen wollte. Jetzt habe ich es mal gemacht, weil der Grauer gesagt hat, mach doch jetzt einfach mal. Und war nicht so verkehrt bisher. Ich bin gespannt, ob ich es durchziehe. Aber auf jeden Fall kann man es online spielen mit einem Kumpel. Und das mache ich auf jeden Fall ein, zwei Mal. Guck mal hier, haben wir direkt mal hier richtig schlechte Noten. Aber hier 5, du kannst raus. Und du hast auch nur 5, kannst raus. So, Halbzeitansprachen. Keineswegs aussichtslos ist das hier, aber schon mal scheiße. So. Wenn er sich nicht bessert, der Fintic, dann muss er auch gehen und für einen Börle. So, also hier gegen den Letzten hier zurückzuliegen, das ist auf jeden Fall echt bitter. Danach können wir mal noch in die Kommentare reingucken. Jetzt haben wir Dennis Mast nochmal, der versucht, aber trifft nur Fink. Und diesmal kann er den Ball nicht aufnehmen, sondern verliert den Ball. Tommy jetzt in die Mitte am Flankenzahn, ist da und köpft den rein! Jawoll! Einfach an Kevin Kunz vorbeigeköpft. So, endlich! 17 Buden hat er jetzt auch schon gemacht, der Zahn. Super. Kai Gehring hat jetzt eine 5. Was ist denn hier los, ey? Warum haben die denn alle hier so schlechte Noten heute? Ja, schlimm. Kommentare habe ich schon mal aufgemacht. Können wir dann nachher mal eine Runde durchgucken. So. Das Spiel ist aber hier noch nicht vorbei. Also auch ein 1 zu 1. Finde ich jetzt nicht berauschend. So, voller Angriff erstmal nach vorne. 20 Minuten haben wir ja noch. Und Chemnitz ist auf jeden Fall hier eine harte Nummer gewesen. Bisher. Wird hoffentlich nicht noch härter. Viertelstunde. Chance jetzt für SC Wiedenbrück. Dieser Franco zieht aus 25 Metern fulminant ab. Und Kevin Kunz, ja, war ein richtiger Flatterball. Den kriegt er dann auch um den Pfosten gedreht. Mensch, Mensch, Mensch. Krasse Sache. 10 Minuten haben wir noch. Auf jetzt hier, ey. Jawohl. Wird ja wohl noch hier machbar sein. Der Enes Alushi. Penis und Muschi. Enes Alushi. Auf der anderen Seite haben sich die Chemnitzer hier das natürlich auch ziemlich... Oh, jetzt mal. Glücke langt der Ball nach Glieder. Der passt dann auf Beganovic. Der schießt sofort. Meinke ist mit dem Kopf zum Glück da und fälscht den Ball zur Ecke ab. Die kommt rein von Pedro Miguel Queiroz. Aber ganz einfache Beute für Weke. So, jetzt die letzte Minute läuft. Tommy spielt den Ball, aber ja, Zahn schubst im Zentrum, Stürmerfoul. Nachspielzeit 1 Minute, ich würde sagen, das ist es gewesen. Nein, Chemnitz nochmal. Glieder in den 16er. Dann wartet er aber zu lange und verliert den Ball gegen Weke. 1:1 gegen den letzten Platz. Ja, mit Ansage hat der Gary da gesagt, hier, das wird gar nicht so easy peasy. Aber, ja. Scheiße, ne? Ist ein bisschen dumm jetzt. Egal, man muss auch schon mal mit Rückschlägen leben. Und wir sind noch Dritter, also Relegation wäre noch da. Mainz hat verloren gegen Aal 0-1, Heidenheim hat 1-0 gegen Stuttgart gewonnen, Wolfsburg, Osnabrück 0-0, Regensburg, Erzgebirge Aue 1-2, Holstein Kiel gegen Frankfurt 1-2, Sonnenhof gegen Leipzig 3-1, Preußen Münster gegen Sandhausen 0-0, Duisburg 2-0 gegen Saarbrücken und Bremen verliert zu Hause 1-4 gegen Zwickau. Tja, die haben hier alle... Hier, unsere Tabellennachbarn haben alle gewonnen. Aalen, Heidenheim, Frankfurt und Sonnenhof. Also es war für uns jetzt ein ganz schlechter Spieltag. Aber so läuft es halt auch schon mal. Und man merkt ja auch direkt, wie schnell so Ansprüche nach oben gehen. Ne? Dann verliert man immer oder spielt unentschieden, verliert ein paar Punkte und ist direkt mies gelaunt. Und ja, am Anfang der Saison hätte man gesagt, was? Dritter am 25. Spieltag nehmen wir sofort. Und jetzt ist man schon hier am Meckern.
So. Aber keiner von uns dabei. Beste Spieler. Benedikt Zahn hat Tomalla jetzt bald eingeholt. Also wenn der Tomalla ist ja noch ein paar Wochen verletzt, es wird wahrscheinlich dem Zahn noch gelingen. So, ja, dann guck mal kurz noch in eure Kommentare rein. Und zwar der René Gurris. Guten Tag. Schön, dass du auch nochmal schreibst. Der ist auch immer gut dabei. Der René. Und zwar hat er geschrieben, er würde darauf achten, dass man keine Spieler holt, die ungern trainieren, die Einzelspieler sind oder schwierig sind, wenn die nämlich in der ersten Mannschaft, also bei den Jugendspielern hat er gesagt, bei allen bei Jugendspielern darauf achten, dass sie nicht so schnell zufrieden, trainiert ungern Einzelspieler oder schwierig sind, weil, wenn die in die erste kommen, dann ist da die Stimmung unten oder gibt es vielleicht Streit im Team. Habe ich so spaßhalber geantwortet, dass wir doch hier so ein Auffangbecken für sozial schwierige Leute machen können, wie Darmstadt 98 damals. Alle, die irgendwo aussortiert waren, sind ja da hingekommen. Champions League Achtelfinale, gucken wir kurz rein. Barcelona gewinnt nur 1-0 gegen Leverkusen. Da ist noch was drin auf jeden Fall. Oh, Bayern München zu Hause gegen Atletico Madrid verloren. Gladbach auch zu Hause. Alle deutschen Mannschaften hier die ersten zu Hause gespielt, alle verloren, aber Gladbach geht auch noch was, 3-4, die müssten also zwei Tore Vorsprung haben quasi, um das noch zu drehen. Auch hier Rom auswärts gegen Fenerbahce gewonnen, eigentlich mal ein Heimsieg und zwar für die Dortmunder. 2-1 ist jetzt auch so mittelmäßig, aber immerhin Sieg. Auch ein Auswärtssieg von Arsenal in Paris. Rapid Wien 2-2 gegen Mailand, das ist auf jeden Fall auch ein Achtungserfolg. Generell hier im Achtelfinale zu sein für Wien ist ja schon krass. Und Sevilla verliert auch zu Hause gegen Chelsea. Also es gab nur einen Heimsieg in der Champions League. Krass. So, dann hat der Wien-Dienst hat aufgeholt. Er hat jetzt hier einen Marathon hingelegt und alle Folgen aufgeholt, die er da verpasst hatte. Schön, dass du jetzt aktuell bist. Gehen wir kurz aber erst noch die Euroleague durch. Leipzig unentschieden gespielt. Haben wir sonst hier noch irgendwelche interessanten für uns, interessanten Sachen. West Ham 4-3 gegen Turin ist auf jeden Fall auch eine schöne Buden-Festival gewesen. Ja, Wolfsburg gewinnt 2-0 in Saint-Étienne. Die Schalker müssen dann noch irgendwo hier sein. Lazio Rom gewinnt. 3-0 haben die in Petersburg gewonnen. Das sieht doch auch aus, als würden sie das jetzt nach Hause bringen. Der Erik-Maxim Choupo-Moting hat 2 Buden gemacht. Liverpool hat auch auswärts gewonnen. Man City auch. Boah, Juventus-Turin geht 5-2 bei Everton baden. Und der Romelu Lukaku hat halt einfach mal 4 Dinger geknallt. Gut, 2 Elfmeter, die hat er auch geschafft. Wobei, ich weiß nicht, ob ich überhaupt bis zum Tor schießen kann. Aus 11 Metern. Egal. Ja, Vientiens, ja, guter Sieg gegen Bremen 2 und dann gegen Mainz Totalausfall. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und dann, ich bin nicht so ganz frisch geworden aus dem Satz vom FIFA Brothers. Und jetzt überlege ich mal gerade, wir machen noch eine zweite, ne? Ein zweites Spielchen jetzt im Moment. Es sind Ferien, da kann ich ein bisschen länger hier aufnehmen, immer mal. So, Wiedenbrück, außerdem ist jetzt bald Wochenende. Wiedenbrück zu Hause gegen Heidenheim. Top-Spiel, direkt gegen den Viertplatzierten. Aber das Top-Spiel ist Sonnenhof Groß Asbach gegen Münster, warum auch immer. Wir sind zweites Top-Spiel und dann haben wir noch Duisburg gegen Sandhausen. So, wird auch nicht angezeigt hier als Top-Spiel, warum auch immer. Scouting abgeschlossen. Wiedenbrück hat 0-1 verloren gegen Kloppenburg. Ditgen verlängert seinen Vertrag. Ja, der wäre auch interessant, ne? Da bei Kaiserslautern, der Ditgen. Aber das ist schwierig. Hier, Fabian Mayer, das wollte ich nur sagen. Da wurde ich nicht so ganz schlau draus. FIFA Brothers hat nämlich irgendwie geschrieben, Halben, FIFA Brothers, nimm ein Bild, du hast bei FM. Da weiß ich nicht so ganz, was du wolltest, weil das so halbes Deutsch nur ist. Vielleicht nochmal überlegen, nächstes Mal, bevor man irgendwas da hinschreibt. Aber sei dir verziehen, ich habe einfach mal ein Bild genommen, weil ich hatte es so verstanden, dass ich eins von meinen nehmen soll. Und das Bild sah dir so ein bisschen ähnlich zumindest. Und hab gedacht, nimmst du mal. Also, Paloma Hamburg hat Interesse. Ist ja wurscht. Will ich ja gar nicht hin. Hat er direkt auch vorm Gewinn der Fabian Meyer gehabt hier.
erste Mannschaft nicht vollständig aufgestellt. Ja, da müssen wir wieder jemanden aus der zweiten hochholen. Und da werden wir wieder. Weiß ich nicht. Wir könnten auch den Jerome jetzt mal hochholen. So haben wir es hier. Da in die erste Mannschaft, auch noch 4 Wochen mal. Und da seht ihr auch, ich habe noch ein paar Spielerbilder genommen. Nämlich habe ich dem Ersen Al-Bayrak ein Spielerbild gegeben. Den haben wir ja geholt gehabt. Und hier unserem Wille Wallo, dem Wille Leto, habe ich auch eins gegeben. Fand ich sehr passend. So. Jetzt reden wir noch kurz mit den Leuten und dann sehen wir zu, dass wir im Topspiel gegen Heidenheim jetzt mal wieder Punkte holen. Beziehungsweise mal 3 Punkte holen. Das wäre gut. Dennis Tomalla, ey, das ist halt echt übel. Den haben wir hier geholt als Schießbudenkönig. Und jetzt liegt er da im Krankenhaus die ganze Zeit. Meine Güte. Ist der eigentlich 59er Stärke hat er jetzt? Alter Schwede, ey. Was hatte der für eine Grundstärke? 66. Na gut, hat halt hier, seht ihr ja, ne? Selbstvertrauen minus 2, Moral minus 1 und Form minus 4. Was soll der arme Mann auch machen? So, gibt im Training alles. Ich merke halt, dass man hier im Fußballmanager so richtige Routinen hat. Während man da bei dem anderen, beim, ne? Fußballmanager von Sega, beim Sega-Manager, da muss man echt, man braucht Stunden für 3 Einstellungen, weil man einfach keine Ahnung hat, wo das alles ist. Oh. Geht's dir eigentlich, Balakov? Können wir auch nochmal hier was sagen? Ne, können wir nicht. Also können wir, aber da ist immer mit die Familiensache wieder da am Start. Dann machen wir hier mal beim Lauretta was. Ja. Gut, die erste Mannschaft stellen wir jetzt hier noch komplett auf. Da, den Albrecht nehmen wir auf die Bank. Und dann geht's auch schon ins Spielchen. Gegen Heidenheim. Ist ja auch so ein Club, der ziemlich gute Spieler immer hat. Und da ist auch gleich ein Investor am Start. So, die Saison von denen läuft bisher nicht so gut. Fragt man sich warum, weil die sind Vierter und stärketechnisch Fünfter. Immer so ein bisschen die Frage, ne? Manchmal weiß man nicht so ganz, was dieses Spiel möchte. So, jetzt haben wir hier Bart Finne. Das ist die einzige Spitze beim Heidenheimer FC. Und im Wiedbrücker Strafraum gibt es jetzt auch die erste Chance. Damjan Dukovic. Aber Weg ist zur Stelle. Konter über Fintic. Leder gelangt zu Julian Riedl. Der flankt nach innen. Wer ist da? Benedikt Zahn ist da, aber Markus Dilnitz rettet noch vor ihm. Ja, frühes Tor war mal gut. Ecken sind mal wieder nix. Weiß ich auch nicht, wie wir die mal irgendwie besser hinkriegen. Die haben wir auf 5. Und er hat eine 71 zu beim Treten. Geht also auch. Aber irgendwie klappt es trotzdem nicht so oft. So. Geht drauf, machen wir als allererstes. Und unser Schiedsrichter ist Christian Ulm. Trifft mutige Entscheidungen. Jetzt gucken wir aber nochmal eine Ecke an. Janker mit einer schlechten Abwehr, Zahn, aber auch mit einem schlechten Schuss. Und Kevin Müller hat da kein Problem. So, hier Heidenheim ist echt ein 6-Punkte-Spiel. Die müssen wir auf Abstand halten jetzt mal langsam. Martin Dausch flankt. Und dann kommt Safranco da nicht gegen Janker an den Ball. Benedikt Zahn nochmal, fängt hier einen Pass ab von Christopher Janker. Da macht er echt einen Lapsus. Ah, scheiße. Beim American Football wären das 3 Punkte gewesen. So hoch hat er den geschossen. Na, Janker ist jetzt hier gerade immer im Mittelpunkt, die letzten paar Minuten. Diesmal aber gut gemacht gegen Tommy. Sich den Ball wiedergeholt. Safranco ist da schneller, will den Ball ins Mittelfeld, in die Mitte reintragen, aber Dinitz klärt zur Ecke, die bekanntlichermaßen nicht so viel bringt. Safranco will verlängern, aber Dukovic ist eher am Ball und kann da die Ecke klären. Was ich zum Beispiel auch beim Sega-Manager gut finde, ist, das 3D-Spiel läuft da eigentlich cool. Also es sieht auch sehr beschissen aus, das so qualitätsmäßig hier mit ihm hier gleichzusetzen, mit dem Fußballmanager von EA.
Aber, ganz knapp, teuer Kauf, fast ein Eigentor. Aber die Aktionen, die die Spieler da machen, die sind eigentlich ganz gut. Man kann sich das echt gut angucken. Beim 3D-Spiel hier habe ich immer mal das Gefühl, oh ey, komm ey, nee, oh nee. Als wenn da so zwei Omas FIFA gegeneinander spielen würden. Aber das ist da echt gut. Kurze Ecke anvisiert von Titch Rivero. Übrigens ein geiler Name, geiler Kombi. So, einige kleine Chancen haben wir gehabt. Richtige große Chancen gab es noch gar keine. Aber jetzt vielleicht mal hier mit der Ecke Dominik Zahn. Nein, ganz knapp am Tor vorbei. Aber wir wollen es jetzt noch richten hier vor der Pause. Hohe Flanke von Tommy. Kevin Müller kriegt sie gerade noch über die Latte gelenkt. Wäre fast im Tor gelandet. Zu Gutsch. Er hält einen Pass von Dausch. Ah, dann legt er sich den Ball zu weit vor. Fintic jetzt. Also jetzt geht's rund hier die ganze Zeit. Fintic nochmal auf Sukuc will er flanken. Der kriegt die auch, will die verlängern, aber da kommt keiner mehr dran an die Verlängerung. Also 14 kleine Chancen und eine mittlere. Da muss man halt auch mal was machen. Das ist, im Moment läuft das nicht so gut. So, ich weiß, dass ihr das besser könnt. Einmal hier loben. So. Aber nicht so feste, sagt er da, der Dausch zur Massage. Erste Chance in der zweiten Halbzeit für uns, Safranco. Schießt, aber Müller kann den Ball zur Ecke ablegen können. Die siebte ist es jetzt auch schon. Kommt hoch hinein. Und Kevin Müller kommt auch hoch hinein. Hochgesprungen, pflückt ihn runter, gar kein Problem. Safranco jetzt auf Fintic. Der zieht sofort ab, der Ball fliegt. Kevin Müller ist im unten rechten linken Eck und hält die Kugel. Glanzparade. Mann, 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 Mann. So, wir können mal Felix Höpler hier reinbringen wieder. Also Schlosser. Und Vintage macht eigentlich ein ganz gutes Spiel. Lassen wir mal noch drinne. Und ja, sagen auch nochmal, geht drauf. Ey, es ist ein Heimspiel, da muss man da jetzt mal hier Punkte holen. Ich glaube auch Frankfurt liegt hinten, oder? Nee, ich glaube nicht. Einer von beiden liegt, glaube ich, hinten hier. Habe ich das Gefühl. Jetzt vielleicht mal. Scharfer Freistoß Richtung Fünfer. Da steht Zahn, der verlängert den Ball. Müller greift ins Leere. Der Ball wird immer länger, länger, länger. Gegen den Innenpfosten und dann, oh, dann in die Arme des Torhüters. Sololauf von Tommy durch die Heidenheimer Abwehr. Janka klärt erstmal, aber Tommy holt den schon wieder zurück und schießt einfach rein. Super Einsatz. Ganz klasse Solo-Ding dahin gelaufen. Ah, endlich. Menschenskinder. Oh, der Franco hat Zahn ein ganz gutes Spiel gemacht, aber nicht getroffen jetzt. Wir bringen mal Albrecht. So, 1-0, Tommy. Ja, super, ey. War wichtig, dass wir mal oben dran bleiben und vor allen Dingen hier Heidenheim auf Abstand halten. So, weiter so. Ich sag mal, bisher sind wir hier auch deutlich überlegen. Jetzt ein Freistoß von Dukovic. Koric fällt im Strafraum. Gibt keinen. Oh, jetzt. Oh, oh, und Bart findet noch das Ding. Scheiße. Gibt keinen Elfmeter. Felix Höbler klärt dann irgendwie nur beschissen. Verliert den Ball gegen Ronny Philips. Ja. Und dann ist da einfach der Bartfinne da. Tja, das ist halt, ne? Habe ich auch schon mal gesagt, der Bartfinne beim Kumpel ist ja auch richtig am Abgehen. Hier hat das jetzt gereicht, um gegen uns den Ausgleich zu machen. Das ist halt bitter, wenn man sich so die Chancen ansieht. Und jetzt nochmal Heidenheim mit einer Riesenchance. Dukovic trifft zur Führung. Denkste, der war nämlich im Abseits. Puh. Mann, Mann, Mann.
Albrecht auf Tommy. Müller hat gut aufgepasst, kommt heraus, holt sich den Ball. Also, kleines Tief haben wir im Moment hier, ein kleines Tief. Bei 10 Minuten gibt es aber noch oben drauf. Und da passiert jetzt auch genau in der 10. Minute vor Ende was. Jawohl, Albrecht erzielt aus kurzer Distanz ein Tor. Nachdem Handspiel reklamiert wird, wird er vom Schiedsrichter befragt. Er sagt, nee, habe ich nicht mit der Hand genommen und macht den rein. Super Baba. Ultimativ. Einfach mal reingedrückt mit der Hand und dann gesagt, nee, war ich nicht. Felix Höbler jetzt auf Safranco, aber Janko passt auf. Geklärt. Ja, jetzt geht's nochmal rund hier auf unserer Seite auf jeden Fall. Tommy nochmal mit einer Ecke. Janka klärt zunächst, der Ball fliegt raus. Riedel holt ihn sich, holt ihn wieder ins in die Mitte rein auf Meinka. Der kann unbedingt einköpfen. Und da steht es 3:1 und dann ist die Sache doch sicher hier jetzt. Super. Jetzt ist doch hier die Messe gelesen. Gelbe Karte noch für Safranco. Opfert sich da. Matthias Fintic. Mattia Fintic hatte den Ball verloren und Safranco hat sich dann geopfert. Verwirrung im Strafraum. Fintic aus kurzer Distanz, aber Kevin Müller ist da. Natürlich ist er da. Eieiei, was ist denn hier los, ey? Das ist ein richtiger Sturmlauf. Fintic mit einem schönen Querpass auf Safranco. Der macht zwar das Tor, aber Fintic war sogar vorne im Abseits. Also nicht Safranco selbst, sondern der Passgeber. Schade. Safranco könnte nämlich auch nochmal eins gebrauchen. Der hat jetzt auch länger nicht mehr getroffen. Vielleicht nochmal jetzt. Letzte Minute Schlosser auf Fintic. Neben am linken Pfosten vorbeigeschossen. Ah, wunderbar. 3-1 Sieg gegen Heidenheim. Das war wichtig. Jetzt haben wir da erstmal 5 Punkte Vorsprung. Und 4 Punkte Rückstand auf die ersten zwei. Ja, Kevin Müller hier mit einer 1 natürlich. Der hat ja auch 1 Million Bälle gehalten. Felix Höbler, ganz schlechtes Spiel. Aber Jerome Albrecht kam rein, macht die Bude. Das auf jeden Fall auch erwähnenswert, weil das einer von den wenigen Jugendspielern ist, die ab und zu schon mal rankommen können. So, also Sonnenhof hat unentschieden gespielt. 1-1 gegen Münster, das war gut für uns. Dann haben wir Aalen gegen Chemnitz 0:1, Zwickau gegen Mainz 0:3, Saarbrücken, Bremen 0:0, Sankthausen gegen Duisburg 0:2, Frankfurt gewinnt natürlich gegen Leipzig, die sind mal wieder Letzter. Erzgebirge Aue unentschieden gegen Holstein Kiel, da bin ich übrigens bei Holstein Kiel in der 3. Liga beim Sega-Manager. Mal gucken, was daraus wird. Osnabrück gegen Regensburg 0:0, Stuttgart gegen Wolfsburg 1:2. Einige hier von uns dabei. Was denn da los? Albrecht, Zahn, Dausch, Tommy. Markus Dinitz, könnt ihr auch mal gucken, ob der hier ein Originaltyp ist. Einfach mal ein Foto machen und mal ab und zu wieder ein paar Spielerbilder hier reinbringen. Auch wenn der schon 32 ist, macht ja nichts. Dass mal weniger Grauköpfe da sind einfach. Dortmund ist Erster, Gladbach, Leipzig, Hoffenheim, Köln, Leverkusen und dann erst Bayern München. Also Bayern München kommt in dem Spielstand hier echt nicht zu Potte. Richtung 5 Wochen ist er noch, jeder Tomala, verletzt. Okay. Das nächste Spiel wäre gegen Wolfsburg 2, Auswärtsspiel. Kostil wechselt von Etienne zu Real Madrid. Was auch immer die damit möchten. Können wir generell mal reingucken hier, ne? Bei Real Madrid. Also hier torhütermäßig haben die aber auch. Wollen die keine jungen Torhüter? Ah, hier, den Kranix haben sie, aber der hat auch nur eine 60. Ansonsten guckt euch das mal an. Casilla mit 33, hat auch nur eine 60. Navas mit 33, also die werden hier richtig alt gerade. Cristiano Ronaldo ist auch schon 35. Hier ist doch was falsch, der ist doch nicht. Doch nicht 35, da ist doch irgendein Fehler. Ist doch nicht so viel älter als alle anderen. Der 85 geboren, niemals. Oder? Ich muss ja schnell mal hier Google anschmeißen. Wie schreibt man den so? Cristiano Ronaldo. So ein richtiger Profi wüsste das einfach, ne? Aber ich bin halt kein richtiger Profi. Ich will einfach nur wissen, wie alt du bist, Kasper.
85 hat er, ist er geboren. Das heißt, ist schon mal falsch hier, das Datum. Aber nicht total falsch. Ah, doch, hier, 85 ist er richtig eingestellt. Ja, ist echt so. Der dann jetzt schon 35, ja gut. Der wird dann, er möchte als Trainer arbeiten. Stellt euch den Cristiano Ronaldo mal als Trainer irgendwo vor. Naja, auf jeden Fall ist es hier so, dass die Madrilenen ziemlich alt aussehen, so vom Alter her. Barcelona, wie sieht's da aus? Haben wir auch 33, aber die haben einige jüngere Leute noch dabei. Vor dem Sturm auch ein bisschen älter, aber sonst so. Kingsley Coman haben die sich geholt, Rakitic ist auch jetzt schon ein bisschen älter. Bernard haben sie sich geholt, also die können hier noch ein paar Leute auf jeden Fall nutzen. Der Horn spielt jetzt da, guck mal, die haben zwei deutsche Torhüter, Horn und Ter Stegen. Oliver Baumann ist interessemäßig bei Dortmund auf dem Zettel. Hier sind wieder ein paar Leute rausgeworfen worden, bei Bornreihe Hamburg und Pölten. Paloma Hamburg ist aber auch irgendwie geil. Ja, André Grauer-Santidis ist frustriert, der trifft in der zweiten gerade nicht. Und man merkt, sobald der nicht trifft, gibt's hier Niederlagen. Und wir haben nur noch 3,5 Millionen. Wir hatten am Anfang der Saison 4,5 Millionen. Da müssen wir auch ein bisschen gucken, ob wir uns da nicht verschätzen. So, Hinspiel Europa League. Wer ist jetzt hier weitergekommen? Leipzig ist weitergekommen. Oha. Moskau ist weitergekommen. Tottenham ist weitergekommen. West Ham ist weitergekommen. Udine Calcio gegen Monaco ist weitergekommen. Wolfsburg ist weitergekommen. Florentin Pogba. Aber es ist nicht der Paul Pogba, sondern ist das sein Bruder oder so? Hat auf jeden Fall mal ein Eigentor gemacht. Valencia ist weitergekommen. Warschau ist weiter. Lazio Rom ebenfalls. Sporting Lissabon. Rotterdam und die Schalker sind weitergekommen. Auf Schalke dann 0-0 spielen, ist auf jeden Fall auch nicht so gut. Eindhoven ist weiter, Liverpool ist locker weiter. Oh, Man City, das wurde aber noch knapp. Also ein Tor mehr für Twente und dann wäre es hier aber auch gewesen. Beziehungsweise gut, dass der David Silva ab der 70. mal losgelegt hat. 3-0 wäre nämlich der Untergang. Eieiei, knapp, knapp. Und Everton besiegt Juventus Turin 7-4. Ist auch gut. Ja, in der nächsten Folge geht es dann gegen die Reserve von Wolfsburg. Meldet euch doch mal, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was im Moment gemacht werden müsste. Ich habe immer noch so ein bisschen die Befürchtung, wir sollten mal unser Stadion für die nächste Saison ein bisschen verbessern, aber wir haben dafür kein Geld gerade. Alle, ja, komm mal. Neubrandenburg hat Interesse an mir. Oh, unsere ganzen Jugendspieler erreichen gerade Trainingsziele, sehr schön. Franco hat Trainingsziel erreicht. Ja, Angebot für Tribünennamen, das ist natürlich super. Nehmen wir noch an. Wir können von mir aus alle, aber ich will nicht so riesen Laufzeiten. Ist mir einfach die 20.000 dann nicht wert. Und die bietet für ein Jahr viel mehr. Wir könnten eventuell nächstes Jahr besser sein als jetzt. Wienchen war der beste Mann. Der Grauer ist gerade frustriert. Dann hoffen wir, dass der Grauer bald nicht mehr frustriert ist und seine Buden wieder macht. Jetzt machen wir erstmal speichern, gehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffe, dass ihr wieder Lust und Laune hattet an der Folge und euch weiterhin so aktiv einbringt. Ich würde mich freuen. Macht's gut, euer Gary. Ciao.